Was geht ab, was geht down, Leute? Grüßt euch, Servus. Ja, da sind wir wieder. Heute ist das 10-fach-Event. Normalerweise mache ich keine Charts wirklich auf beim 10-fach-Event. Aber da man ja noch die Punkte für Brockny braucht, werde ich jetzt auf meinen Account auf jeden Fall schon mal vier heilige Splitter aufmachen. Dann haben wir noch die Accounts von meinem Bruder, aber diesmal macht mein Bruder die Charts auf. Vielleicht bringt er mir ja mal ein bisschen Glück. Mal schauen. Ja, sonst bringt ja nie immer Glück. Ja. Deswegen wollen wir mal gucken. Drückt die Daumen, Leute, und lassen wir mal meinen Bruder hier hin. Geht ab, was geht down? Wollen wir mal gucken, was wir so beim Ralf ziehen. Mache ich mal den ersten direkt auf. Vier Stück wollen wir aufmachen für die Punkte. Epischen. Wächter des Grabes, hast du den schon? Nein, der hat den, nee, den habe ich nicht, hatte ich mal. Ich glaube, der ist für Wiederbeleben und für Nee, das ist Arena, so, Ellie ne? Attack. Ja, Ellie Attack, ja. Er hat hier auf seiner A3 einen Ellie Attack. Vier Runden Cooldown, wenn er gebuckt ist. Mit drei Verbündeten, also fast mit dem ganzen Team in der Arena. Bei Clanboss aber nicht. Oh, das ist aber ganz nice. Mit der Standardangriffsfähigkeit, das ist ist schon mal ganz gut ganz zu gut, haben, ja. auf jeden Fall. Den hast du noch nicht, ne? Den hatte ich mal, habe ich aber kaputt gemacht damals. Ja, L.E.T.A.K. hast du ja gesagt, wohl zu haben. Dann greift der Eingegner dreimal an, halt diesen Champion um 20% des angerichteten Schadens auf den. Ja, ist eigentlich eher so ein Support-Champion, oder? Ich weiß nicht, ob das so viel halt. Müsste man testen. Und auf der A1 hat er noch eine Chance von 50% und 25% Angriffssteiger-Buff. Ja, nur für ihn selber. Jetzt leider nichts fürs Team. Nächsten rein. Komm, 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 komm. Was Besseres jetzt, ein Jetzt Legendären. gib mal, gönn, gönn, gönn. Oh, Lady Lady Tessa. Tessa. Kann die denn? Fangen wir mal bei A1 an. Für zwei Runden einen Blocke Buffs die Buff. Aber leider nur für einen Gegner. Da kann man einen schon mal mit rausnehmen. In der Arena, glaube ich. Ganz gut. A2 hat sie auch wieder für einen. 75% Chance bei drei Runden. Wenn sie voll gebuckt ist, aber wie man sie hier sieht, sieben Bücher bereits für die A2 und dann auch noch vier Aber für viel. A1. Wenn der A3 nicht gut ist, ist der Champion Das ist scheiße. also auf jeden Fall schon mal vier. Hier immerhin nur ein, wenn man Glück hat. Für vier Runden Cooldown. Noch ein. Ja. Jetzt hast du auf jeden Fall welche mit LA-Attack. Jetzt hier wird nochmal um 10% erhöht, wenn Ich glaube, der jemand andere zu ist Waffen besser, der geht. greift mit drei Leuten an. Ich glaube, der andere war besser auf jeden Fall für Arena. Zwei haben wir noch. Komm. Ein Leggy wäre schon gut, oder einen geilen epischen, bis jetzt so Jetzt epische, gönn, gönn, okay. gönn, gönn. Ah. Was ist das denn für einer? Ich glaube, das ist einer der neueren Champions. Kann der? Die kam jetzt Kenn ich vor nicht. kurzem erst raus, glaube ich. Auch wenn man eins. schon nicht kennt, ist nicht so gut. Greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 30% die Laufzeit eines zufälligen Buffs eines Ah, schon zufälligen scheiße. Verbündeten. Eine. Ja, ist nur für einen. Wenn es jetzt für die ganze Gruppe wäre, dann wäre das ein bisschen besser. Hält alle Verbündeten um 15% ihrer maximalen LP und verleiht allen Verbündeten für zwei Runden einen Schildbuff im Ja, Wert das von kannst du gehen, 15% ne? ihrer LP. Also heilen und Schild. Ist okay. Und drei Runden Cooldown. Ja, wenn man viel, Fetchen wenn man viel Leben hat, Ja, also auf jeden Fall für Fetchen. Salamander-Menschen, Und da den ist ja immer anderen schwierig, ne? Das geht. Seit allen Verbündeten, der höher ist als Angriffswert für zwei Runden ein Def-Steigerer. Okay, das ist gar nicht so schlecht, Und ne? hier für Angriffswert, also bei Angriffs-Champions dann Verschleierung und Angriffssteigerer und bei Def-Champions dann Def-Steiger und Blocke-Debuffs. So, letzter Chart. Let's go. Gönn Also den für die mal den. Salamander-Menschen gute Unterstützung für Rasin. Dann schauen wir mal. Der letzte jetzt noch ein Ding. Der, komm. Komm, 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 komm. Der ist denn der. Nein. Ah. Wer ist er? Captain Tamelia sagt mir jetzt auch nichts. Was zieh ich denn hier für eine Scheiße? Dunkelelfen. Ist, glaube ich, neu. Die sagt mir jetzt komplett gar nichts. Scheiße.
15% Dauerheilung-Buff zu verleihen, wenn der Treffer kritisch landet. Eine 50% Chance bei der A1. Okay. Auch wieder viele Bücher. Verleiht allen Verbünden für 2 Runden 60% Def-Steiger-Buff. Halt alle Verbünden um 15% der maximalen LP dieses Champions. Ist okay. 3 Runden Cooldown. Ich glaube, die Fähigkeit ist schon mal nicht schlecht. Brauche ich aber nicht unbedingt. Und dann haben wir noch A3, verleiht allen Verbünden bis auf diesen Champion Verbündetenschutz. 4 Runden Cooldown. Ich finde, für die Dunkelelfen kann man durchaus gebrauchen. Ja, für Faction Wars. Ansonsten nichts, was mich weiterbringt. Ja, leider keinen epischen, keinen legendären, aber. Lass mal hier Pause machen. Da, hier, da, der andere Maus. Rechts. Rechts. Oder sind wir wieder, diesmal auf meinen Account. Und ich brauche 2 Splitter, mache ich auch für die Punkte, weil ich hatte ein bisschen Glück bei den letzten blauen Ziehungen. Da war Mordecai schon dabei. Und Mordecai 3000 Punkte. Gut, dass ich nur 1400 brauche für den anderen. Dann wollen wir mal reinschauen, was ich so ziehe. Bei 2 ziehst du wieder legendär, ey. Ja, schauen wir mal. Erste. Ist klar, Alter. Ja, was? Nee. Oh! Wow! Das ist ja mein erster Doppelter, ja. Er sagt einfach, ich ziehe einen legendären. Was ist legendärer und dann Doppelter? Wow. Ja, wann kommt das Dupe-System? Kann nie. Ich den ja schon mal benutzen. Nie. Okay, dann einfach den nächsten. Und noch einen. Schauen wir mal, und noch einen legendären ziehen. Ah. Wütender Jarl, ja, ich glaube, der ist nicht so der Knaller. Bietet eine Chance von 50% für 2 Runden. Ah, 100% Heilungsverlängerung ist aber okay. Auf der A1. Verleiht allen Verbünden für eine Runde eine Blocke Buffs. Buff? Ja. Verleiht alle Verbünden für 2 Runden 60% Def-Steiger. 3 Runden Cooldown, okay. So viele Bücher braucht er auch nicht. Ah, okay. Hab nichts gesagt. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 100% auf den 4 Runden Cooldown, wenn alles gebuckt ist. 50% Angriffsverbringer, Debuff. Senkt die maximale LP des Seals um 30% des angerichteten Schadens. Oh, also auch für den Scarab direkt auch noch mit dabei eine Fähigkeit. Ich glaube, der ist gut für Faction Wars auf jeden Fall. Jetzt im Bücher, das geht. Faction Wars, Werger, ja, kann er mir gut weiterbringen. Ja, das waren die 2 Splitter von mir. Und mal wieder ein Tag, wo du mit weniger Splittern besser gezogen hast als ich, wie immer. Ja, weiß ich nicht. Business as usual. Vielleicht hätten wir erst zuerst bei mir aufmachen sollen. Und dann wäre der bei dir gekommen, naja. Wahrscheinlich nicht. Oder auch nicht. Meine Account ist einfach verflucht für sowas. Ja, also. So, Leute, ich danke fürs Zuschauen, ne? Wenigstens haben wir einen Dupe-Legendären gezogen. Ja, yeah, let's go. Wünsche euch ein schönes Wochenende, ne? Hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Glück. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr gezogen habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Einfach besser bleiben. Peace. Peace. Reingehauen.